Halleluja. Lass uns nochmal aufstehen zusammen. Jesus, wir danken dir für dieses Jahr 2023. Wir sagen dir Danke für das Beste, was du vorbereitet hast. Wir sagen dir Danke für die nächsten Tage in diesem Jahr, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen, in Jesu Namen. Und wir danken dir, das Alte ist vergangen und bleibt im alten Jahr. Und wir vergeben vollständig alles. Und wir danken dir, dass wir nach vorne gehen dürfen mit dir, Jesus. Und wir ergreifen das, was du vorbereitet hast für uns in diesem neuen Jahr 2023. Und alle sagen, Amen. Darfst gerne Platz nehmen. Sag mal deinem Nachbar, dieses Jahr hat Gott viel für dich vorbereitet. So schön zu sehen, wie hier Leben in der Bude ist. Wir begrüßen noch alle Leute, die jetzt online dabei sind. Schön, dass du eingeschaltet hast. Dieses Jahr 2023 wird ein Jahr der Herrlichkeit Gottes. Ein Jahr der Verheißungen, die du schon lange trägst, dass sie dieses Jahr in Erfüllung gehen werden. Wer von euch wartet schon viele Jahre auf eine erfüllte Verheißung? Nimm diese Verheißung mal in deine Hand, stell sie dir mal vor. Und Jesus, wir danken dir jetzt, dass wir sehen werden, wie diese Saat in den Herzen aufgehen wird, in Jesu Namen. Wir sprechen aus, dass die Verheißungen, die du gegeben hast, in Erfüllung kommen, in den Familien, in den Ehen, in den Geschäften, in unserem Leben, in unseren Körpern. Und wir danken dir, dass wir aus unserer Hand sehen werden, was du gegeben hast, dass es aufgehen wird. Und alle sagen, Amen. Was geschieht 2023? Wenn wir diese Frage gestellt hätten, vor 3 Jahren, hätte keiner gedacht, dass wir irgendwann mal mit Lockdown und mit Masken hier rumsitzen. Vor 3 Jahren wussten wir es nicht, vor 2 Jahren wussten wir es nicht. Letztes Jahr hätten wir auch nicht gedacht, dass plötzlich ein Krieg in Europa anfängt. Eins kann ich dir sagen, wir wissen nicht, was dieses Jahr kommt. Aber wir wissen eins, Gott ist bei uns. 2023, mir wird nichts mangeln. Alle zusammen? Mir wird nichts mangeln. Eins ist klar, 2023 hat was zu tun mit 23, oder? Stimmt's? Und was ist der Psalm 23? Wie geht er los? Mir, eigentlich geht er anders los, aber egal, wir nehmen das jetzt. Ist egal, ja, sorry. Was steht da drin? Mir wird nichts mangeln. In dem Jahr 2023 wird dir nichts mangeln. Amen. Das ist die Verheißung des Psalm 23. Lasst uns den Psalm 23 mal anschauen als Rema-Wort für dieses Jahr. Als Rema-Wort, wie Gott mit dir durch das Jahr 2023 gehen wird, gehen will und was geschehen wird. Für die, die das im Glauben ergreifen. Für die, die in Angst rumzittern, wird das nicht geschehen, sondern denen wird mangeln. Die aber auf den Herrn schauen, bekommen neue Kraft. Lass uns hineinschauen in Psalm 23. Alle zusammen, das ist ja weltbekannter Psalm. Ne? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Wow. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Nochmal den Vers 6 hier. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Was wird dir folgen in 2023?
Gutes und Barmherzigkeit werden, was wird geschehen? Werden dir folgen, wie lange? Dein Leben lang, nicht nur in 2023, sondern in 2024, 25, 26 und bis Jesus wiederkommt. Nochmal, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Du musst nicht abrackern, um Gutes und Barmherzigkeit zu bekommen, sondern die, die eine Beziehung haben mit dem Hirten, haben eine Folge, dass etwas dir folgt. Was? Gutes und Barmherzigkeit. Die Leute, die eine Beziehung haben mit dem Hirten im Jahr 2023 nach Psalm 23, werden etwas erleben in diesem Jahr, dass Gutes und Barmherzigkeit dir folgen werden. Wie lange? Mein Leben lang. Du wirst nicht alt und schwach und krank und im Altersheim sterben, sondern der Psalm 23 sagt was anderes, nochmal zusammen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und wenn der Arzt sagt, es geht bergab mit dir, sagst du, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und wenn Leute sagen, das kann man sich nicht leisten, das geht doch gar nicht und wir sind in allen neuen Zeiten, sagst du, nein, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Wie lange? Mein Leben lang. Auch im Jahr 2023. Und du wirst nicht abfallen. Du und dein Haus werden dem Herrn dienen. Denn hier steht drin, alles zusammen, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da, auch wenn der Hauskreisleiter dich verletzt. Auch wenn der Lobpreisleiter dich nervt. Auch wenn irgendjemand deinen Parkplatz wegnimmt. Auch wenn der Pastor mal was Schlechtes sagt. Und wenn dich keiner begrüßt. Ist das wichtiger, was das Wort sagt, nicht was deine Erfahrungen sagen? Denn ich werde, alle zusammen, bleiben im Hause des Herrn. Wie lange? Immer da. Renn doch nicht aus dem Haus raus. Bleib im Haus drin. Ist doch egal, wenn irgendjemand dich da verletzt. Ja, das tut schon weh, stimmt schon. Aber verpasst doch nicht das Große, was Gott dir geben will. Ja, du hast recht, irgendjemand hat dich verletzt. Lass doch das Zeug im alten Jahr. Da gibt es einen Schlüssel dafür. Den nennt man Vergebung. Bitte vergib. Amen. Halleluja. Lass uns hineinschauen in die Elberfelder Übersetzung. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er quickt meine Seele, er leitet mich im Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschatten. 2023 werden Menschen im Tal des Todesschatten laufen. Es wird bei manchen Menschen so sein. Aber wenn du im Tal des Todesschatten bist, Vers 4, alle zusammen, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir. Wenn der Tal des Todesschatten kommt, fürchten wir uns nicht. Warum? Denn Gott ist bei uns. Gott ist der, der uns sieht, der Jahreslosung. Er weiß, wo du bist, er sieht dich und noch viel besser, er ist bei dir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Zurück, Vers 5. Alle zusammen. Mein Becher fließt über. Es gibt die Pessimisten. Kennt ihr die Geschichte mit dem Glas? Ist halb voll oder halb leer, ne? Was sagen die Pessimisten? Halb leer. Optimisten sagen? Halb voll. Das ist zwar schön, wenn du so optimistisch bist, aber ändert nichts an der Tatsache. Oder? Oder? Ich lade dich ein, weg vom Pessimisten, weg vom Optimisten, werd zum Psalmisten. Was ist der Folge? Mein Becher fließt über. Halleluja. Es ändert die Tatsache. Halb voll oder halb leer, da kannst du lange rumdiskutieren. Sagst, nein, mein Gott ist keiner, der irgendwo halb ist. Wenn mein Gott segnet, dann fließt mein Becher über. 2023 wird dein Becher überfließen. Amen. Denn das Wort sagt, mein Becher fließt
über. Sag mal dein Nachbar. Dein Becher fließt über. Vers 6. Halleluja. Dieses Bild, mein Becher fließt über, ist ein extrem prophetisches Bild. Wir gehen gleich hinein. Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Wie viele Tage? Alle Tage meines Lebens. Und wenn dein Arbeitgeber dich kündigt, trotzdem alle Tage meines Lebens. Und wenn dein Partner die Scheidung einreicht, trotzdem alle Tage deines Lebens. Und wenn Menschen dich aus der Gemeinde rausmobben, trotzdem alle Tage meines Lebens. Das Wort ändert sich nicht. Deine Gefühle, deine Umstände vielleicht ja. Aber ich lade dich ein, nimm in 2023, egal was geschieht, das Wort in dein Herz hinein. Amen. Denn das Wort sagt hier, nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle zusammen, alle Tage meines Lebens. Nicht nur irgendwelche, und heute habe ich einen schweren Tag, hör auf mit diesem Quatsch. Es ist vielleicht eine Tatsache, widerspricht aber zu 100% der Wahrheit Gottes. Denn sie sagen, nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Du kannst vielleicht sagen, hey, heute ist ein schwerer Tag für mich, aber das Wort Gottes sagt was anderes. Aber das Wort Gottes ist größer wie irgendwelche Umstände. Und wenn du auf das Gute schaust, wirst du erleben, dass das Gute in deinem Leben zustande kommt. Wenn du nur Trübsal bläst, wirst du erleben, dass Trübsalblasen der Inhalt deines Lebens wird. Und es wird ein Anziehungspunkt für noch mehr Probleme. Aber das Wort sagt, Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück in das Haus des Herrn. Wie lange? Für immer. Wisst ihr, dass wir eines Tages im Himmel die größte Party feiern werden? Stefan, bist du bereit, der Lobpreis zu machen, ja? So richtig, Dennis, da musst du reinhauen, wie es nur geht, ja? Wenn die ganze Erde bebt, alle, wo gerettet sind, werden Gott anbeten, im Geist der Wahrheit. Hoffentlich kommen wir mit den Afrikanern, ja? Hoffentlich kommen wir mit, weil wenn die anfangen zu tanzen, dann geht's ab. Hoffentlich sieht man uns Deutschen noch, ja? Wir haben heute gut geübt zusammen, ja? Das war schon richtig, richtig gut, ja? Ich lade dich ein, dass du eins verstehst. Diese Zeit auf dieser Erde ist ziemlich kurz. Es geht nicht um deine Erde in 2023, um dein Bankkonto, um deine Ehe und dein Geschäft und um deinen Garten und um dein Auto. Das ist alles gut. Aber es geht letztendlich um die Ewigkeit. Wir haben keine bleibende Stadt hier. Eine himmlische wartet auf uns. Es geht doch nicht um dein kleines Zeug drumherum. Es geht um den König der Könige, der am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Und eines Tages ist die Zeit zu Ende auf dieser Erde. Und abhängig, wie unsere Ewigkeit sein wird, für immer, ist davon, wie du heute sein Wort annimmst. Ob du das glaubst. Und was ist schon im alten Bund schon verheißen worden? Ich kehre zurück in das Haus des Herrn. Wie lange? Für immer. Wow. Nehmen wir mal eine neue Übersetzung aus. Hoffnung für alle. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Auch nicht in den hohen Inflationszeiten des Jahres 2023. Und auch wenn du einkaufen gehst und hast nicht so viel Geld, wie du brauchst, ist trotzdem die Verheißung, dir wird nichts fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Vers 3 zusammen. Er gibt mir neue Kraft. Noch einmal. Er gibt mir neue Kraft. Also, wenn 2023 deine Kraft ausgeht, was machst du dann? Du kommst zu Gott an die frische Quelle und sagst, du gibst mir neue Kraft. Du kannst natürlich Trübsal blasen und sagen, oh Mann, mir ist so schwer und alles ist so blöd und der ist schuld und der ist schuld. Du hast recht, aber das bringt dir genau gar nichts. Wenn du eine Lösung haben willst, nimm Psalm 23, Vers 3. Und dann sagen wir zusammen, er gibt mir neue Kraft. Alles in dir sagt nein, 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 nein. Und der Geist sagt ja, 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 ja. Und das Fleisch sagt nein, 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 nein. Und der Geist sagt ja, 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 ja. Wenn du neue Kraft haben willst, dann kriegst du es nicht, weil es da steht, sondern weil du dich verbindest mit dem Glauben an das ausgesprochene Wort, was schon seit Jahrtausenden im Wort steht.
Nimm das Wort und dann wirst du leben. Sprüche 4, Vers 20 sagt, auf mein Wort höre oder achte. Mein Reden neige dein Ohr zu, lasse nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ganzes Fleisch. Ich lade dich ein, dass du das Wort Gottes nimmst. Und hier sagt Psalm 23, alle zusammen, er gibt mir neue Kraft. Zusammen weiter. Er leitet mich auf sicheren Wege und macht seinen Namen damit alle Ehre. Wow. Wenn du keine Ahnung hast, was du 2023 entscheiden sollst, gibt es jemand, der dich leitet und führt. Und wenn du nicht weißt, was du nach der Schule machen sollst, Gott weiß es. Er wird dich führen auf sicheren Wege. Und wenn du nicht weißt, in welche Gemeinde du gehen sollst, Gott weiß es, denn er wird dich führen auf sicheren Wege. Und wenn du nicht weißt, ob du auswandern sollst oder nicht, Gott weiß es, denn er wird dich führen auf sicheren Wegen. Amen. Triff bitte niemals eine Entscheidung aus Angst. Triff die Entscheidung deines Lebens immer nach Gebet, mit Frieden, mit guten Ratgebern zusammen, zu einer einzigen Seite, nämlich mit diesem Frieden im Herzen. Und wenn du den Frieden hast, dann wird Gott dich führen auf sicheren Wege und dann steht hier drin, macht seinen Namen damit alle Ehre. In Zeiten der Unsicherheit, der hohen Preise und wir nicht wissen, wie geht's weiter, gibt es Menschen, die machen Gott alle Ehre, weil sie Gottes Wege gehen. Lasst uns solche Menschen sein. Nicht, wo Leute sagen, hey, wie verrückt seid ihr, was macht ihr für Entscheidungen? Sondern wow, wie habt ihr hier entschieden? Das muss Gott gewesen sein, wo euch geführt hat. Wow. Lasst uns Gott alle Ehre machen. Dadurch, weil wir auf ihn hören und er uns führt in allen Entscheidungen unseres Lebens. Amen. Ich lade dich ein, hör auf Gottes Stimme. Vers 4. Und auch wenn ich durch dunkle Täler geht, und wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Wow. Das ist stark, oder? Jetzt kommt ein cooles Bild. Der Herr ist mein Hirte, alle zusammen. Mir wird nichts mangeln. Wow. Die gucken euch alle an. Ihr kriegt heute, wenn ihr rausgeht, bekommt ihr ein Schaf. Cool, oder? Als Erinnerung für die Predigt heute. Ungefähr so groß. Nimmst du mit nach Hause und immer wenn du das Schaf siehst, wisse eins, der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Und wenn eine Rechnung reinkommt und das ist über dem Budget, was du hast und du eigentlich hast das Geld gar nicht, dann siehst du das Schaf, erinnerst dich an das Wort Gottes und sagst, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wow. Gott ist deine Hirte. Nicht dein Staat. Nicht deine Eltern. Nicht dein Arbeitgeber. Nicht deine Versicherung. Das wird alles fallen. Das Einzige, was Bestand hat, ist Gottes Wort. Amen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ein Schaf, wenn du mal schaust, ein Schaf macht es nichts aus, wenn er den Weg nicht kennt. Der steht halt rum. Dem juckt es nicht. Weißt du, wie viele Leute mit mir reden? Ich weiß den Weg nicht und ich weiß nicht, was ich machen soll und machen soll und machen soll. Kein Schaf redet so. Manche sind jetzt peinlich berührt. Wenn du deinem Nachbarn eine Freude machen willst, mach einfach. muss nicht, alles gut. Muss nicht machen, ja. Aber einem Schaf, den juckt es nicht, wenn er nicht weiß, was morgen geschieht. Denn der Schaf weiß, er hat einen Hirten. Somit ist alles gut. Wenn Menschen Angst haben und sagen, ich muss jetzt schnell auswandern, ich muss das machen, habe ich eins kapiert. Die sind getrieben von Angst und haben keine Ahnung, wer sie sind in Christus Jesus. Amen. Denn wir haben keinen Geist der Angst bekommen, sondern der Kraft und der Liebe und
der Besonnenheit. Als vor 3 Jahren hier alles zugemacht wurde, habe ich gesagt, wir werden stärker aus der Krise rausgehen, wie wir reingekommen sind. Weil was kann die Welt tun gegen den Hirten aller Hirten, der Oberhirte Jesus Christus? Denn der Herr ist unser Hirte. Wir haben so viele Besucher wie noch nie, ihr seht ja kaum Plätze hier. So viel Bekehrung wie noch nie, so viel Heilung wie noch nie, so viel Finanzen wie noch nie. So viele Leute getauft im Heiligen Geist heute wieder. Halleluja, getauft im Heiligen Geist. So viel Dämonenaustreibung wie noch nie, so viele Anrufe wie noch nie. Halleluja. So viel im Livestream, schön, dass ihr dabei seid, wie noch nie. Ja? Warum? Weil es gibt einen Hirten. Der Herr ist mein Hirte. Und wir vertrauen auf den Herrn. Also, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, sprich mit dem Hirten. Schafe haben ein blindes Vertrauen in den Hirten. Und schaut mal, was hier steht. Es geht hier um eine persönliche Beziehung. Alle zusammen, die ersten fünf Worte. Der Herr ist mein Hirte. Nicht dein Hirte, nicht vom Pastors Hirten, sondern der Herr ist mein Hirte. Es geht darum, dass du verstehst, dass du individuell ein Schaf bist in der Herde des Hirten. Und der Herr ist mein Hirte. Er ist dein Hirte. Es geht darum, wenn du morgens aufwachst, dass du mit deinem Hirten sprichst. Du bist nicht nur eine Gruppe irgendwie, eine Gruppe von Zahlen oder von Schafen in einer Herde, wo nichts zu sagen haben. Nein, wenn kein Schaf mehr da ist und du bist alleine da, ist der Herr dein Hirte. Ich lade dich ein, dass du eins verstehst. Wenn du ein 2023 erleben willst, nach Psalm 23, und in deinem Leben nichts mangeln wird, hat das zu tun mit einer Beziehung zu deinem Hirten. Nicht zu einem Besuch in einer religiösen Veranstaltung oder einem Verein. Es geht darum, um eine Beziehung mit deinem Hirten. Die Tür geht dann auf, wenn du verstehst, er ist mein Hirte. Persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und was ist die Folge davon? Die nächsten 4 Worte. Mir wird nichts mangeln. Wow. Nix. Dann der zweite Bild. Er weidet mich auf einer grünen Auen und führt mich zu frischem Wasser. Sieht auch cool aus, oder? Könnt ihr ein bisschen angucken. Genau. Gut. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu frischem Wasser. Es gibt neue Kraft an der Quelle des Lebens. Wenn du neue Kraft brauchst, und wahrscheinlich wirst du in 2023 neue Kraft brauchen. Wenn das geschieht, gehst du wohin? Zu deinem Hirten, genau. Sehr gut. An die grünen Auen und an das frische Wasser. Und du empfängst an der Quelle des Lebens dieses frische Wasser, das dir neue Kraft gibt. Wo steht es? Offenbarung 21, Vers 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Komm im Jahr 2023, in den letzten Tagen, wir wissen nicht, wie lange wir noch hier leben auf dieser Erde, in den letzten Tagen, das, was Offenbarung 21 verheißt, wenn du Durst bist, komme an die Quelle des Wassers des Lebens und Gott gibt dir umsonst. Wow. Umsonst. So ist unser Gott. Wir haben in der Elberfelder Übersetzung gelesen, er führt mich zu stillen Wassern. Wenn du Trubel hast und du hast in 2023, ich sehe, dass manche Menschen werden Stürme erleben. Sturm. Und Stürme werden kommen. Wisse eins, bei Gott gibt es stilles Wasser. Er kommt in deinen Sturm hinein. Und er spricht, schweig, verstumme. Und in diesem Moment ist das Wasser still. Komm zu Gott, an stille Wasser. Wenn du aber an ihm trinkst, wirst du neue Kraft bekommen. Vers 3, nächstes Bild. Er quickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. In
In der Hoffnung für alle haben wir gesagt, nicht erquickt meine Seele, sondern ergibt mir neue Kraft. Erquickt deine Seele. Wenn deine Seele betrübt ist, wenn deine Seele nicht mehr kann, wenn du am Ende bist und nicht mehr weißt, wie geht's weiter, gibt es eine Verheißung. Er erquickt deine Seele oder er gibt dir neue Kraft. Und er leitet dich oder er leitet mich auf sicheren Wege und macht seinen Namen damit alle Ehre. Wow, das ist gut. Gott gibt dir neue Kraft. Und wenn du seelisch instabil bist und seelisch nicht weiter weißt und nicht weißt, hey, wie willst du den nächsten Tag überleben und die nächste Woche und den nächsten Monat, wisse eins, Gott erquickt oder erfrischt deine Seele. Auch in 2023. So, nächstes Bild. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Wenn wir durch die dunklen Täler gehen müssen, haben wir eine Verheißung, die auch da drin steht, nämlich, er verlässt uns nicht. Wir brauchen keine Angst haben, denn es gibt einen himmlischen Trost. Und dieser himmlische Trost heißt, Gott ist bei uns alle Tage unseres Lebens. Mitten in Zeiten, wo du nicht weiter weißt, in düsteren Zeiten, wo du keine Ahnung hast, links oder rechts, wo du ganz alleine bist. In Zeiten, wo du durch das finstere Tal gehen musst. Aber entscheide dich, keine Angst reinzulassen. Nein, ich fürchte mich nicht, denn Gott, du bist bei mir. Vers 4 sagt hier, im Elberfelder Übersetzung, auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück oder Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Gott ist bei dir, egal auch wenn du eine Diagnose bekommst, unheilbar krank. Gott ist bei dir, auch wenn du durch den Tal des Todesschatten gehst und Leute sagen zu dir, noch 3 Monate und dann ist zu Ende. Auch wenn du reinschaust in diesen Moment des Todesschatten, bei Gott ist die Erfüllung. Kennt ihr den Bill Johnson? Vor einem halben Jahr ist seine Frau gestorben, die Benny Johnson. Und er hat ein paar Tage, nachdem sie gestorben ist, hat er gepredigt. Und stellt sich da vor die Leute und dann fängt er an zu predigen. Musste manchmal weinen. Aber er hat wirkliche Tiefen offenbart. Und er sagt, manche Schätze findet man nur im Tal des Todesschatten. Hab keine Angst vor dem Tal des Todesschatten. Denn Gott ist bei dir. Wenn das zustande kommt, hat er auch einen Weg raus. Fürchte dich nicht. Und ergreife die Juwelen in dieser Zeit. Geh niemals weg von Gott. Bleib bei Gott, denn er bleibt bei dir. Amen. Genau, nächstes Bild. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, steht hier drin. Wer von euch hat schon mal Feinde erlebt? Gut. Du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Manche Menschen werden erleben, dass Feinde gegen dich gehen werden in 2023. Du wirst manchmal erleben, dass Menschen dich attackieren. Das Jahr ist erst wenige Stunden alt und du hast es schon erlebt. Feinde gehen gegen dich, sie schießen gegen dich und sie wollen dich fertig machen. Die Verheißung für 2023 ist, Gott bereitet einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Wisst ihr, wenn hier ein großer Tisch hier vorne ist und ich bin mit Gott am Tisch und die Feinde sind dort, können die Feinde an mich ran? Gott bereitet einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Das stört dich richtig, dass es dir gut geht am Tisch Gottes. Aber du musst kommen zum Tisch Gottes. So lade ich ein, auch wenn Feinde kommen, renn immer zum Tisch des Vaters. Sag, Vater, ich bin wieder da, lass uns hinsetzen am Tisch. Und Gott bereitet einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Tisch steht für die Gemeinschaft mit Gott inmitten der Feinde. Wir erkennen, wenn Gott da ist, dann ist es egal, wer unsere Feinde sind und was sie tun. Die Feinde werden unwichtig. In diesem Moment, wenn die Feinde da vorne sitzen und du bist daneben, mit Gott werden die Feinde ziemlich unwichtig.
Wessen Präsenz beachtest du mehr? Die des Feindes oder die Präsenz Gottes? Ich lade dich ein, sprich in 2023 mehr über die Präsenz Gottes als über die Präsenz deines Feindes. Hör auf zu erzählen, wie schlimm dein Nachbar ist und erzähl, wie groß dein Gott ist. Hör auf zu erzählen, welche Probleme du auf dem Geschäft hast und fang an zu erzählen, welche Verheißung Gott dir gegeben hat. Hör auf zu erzählen, wie schlimm deine Schwiegermutter ist und erzähl, wie groß der König der Könige ist. Hör auf zu erzählen, welche Misserfolge du hast und wie schlimm alles ist und wie Leute dich mobben und fang an zu erzählen, was Gott dir gegeben hat, als er gesagt hat, es ist vollbracht. Hör auf, rumzusitzen auf dem Kriegsfeld und komm an den Tisch, wo Gott dir vorbereitet hat. Den Tisch im Angesicht deiner Feinde. Halleluja. Die meisten Probleme entstehen, wenn wir zu wenig Zeit mit Jesus verbringen und uns zu sehr damit beschäftigen, wie groß der Feind ist. Dann rutschst du weg von dem Tisch im Angesicht deiner Feinde und gehst zu den Feinden hin. Die Feinde sind oft gar nicht das eigentliche Problem, sondern dein Fokus auf das Problem. So lade dich ein, dass du deinen Fokus auf Gott setzt. Johannes 10,10 sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Wenn du also erleben wirst, dass in 2023 ein Dieb ankommt bei dir und deine Freude rauben will, deine Gesundheit rauben will, deine Verheißungen rauben will, deinen Fokus rauben will, deine Ehe rauben will, deine Gemeinde rauben will, dein Auto rauben will oder was auch immer da kommt, hör auf zu erzählen, wie er schlachtet, verderbt oder tötet. Das kannst du schon erwähnen. Aber dann sag, aber Jesus ist gekommen, damit ich Leben haben und es im Überfluss haben. Rede über den König der Könige, der in 2023 in deinem Leben von Minus Plus machen wird. Der von Niederlage wieder Hoffnung machen wird. Und wenn der Feind versucht rumzumachen, wie auch immer, was ist der Schlüssel? Geh einfach an den Tisch. Im Angesicht deiner Feinde. Und erzähl das Große, was Jesus getan hat, nämlich er ist gekommen, dass ich Leben habe und es im Überfluss habe. Gott hat viel mehr, als wir brauchen und wie wir jemals auffangen könnten. Denn, jetzt kommt das nächste Bild, mein Becher fließt über. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Also weg vom Optimist, weg vom Pessimist, hin zum Psalmist. Denn mein Becher fließt über. Alle zusammen, mein Becher fließt über. 2023 hat Gott vorbereitet für dich, mitten in den hohen Preisen dieses Jahres, mitten in den Kriegszeiten in der Ukraine, mitten in diesen Dingen, die du noch erleben wirst, mitten in den Dingen, die wir heute noch nicht wissen, was in 2023 kommt, hat Gott deinen Becher überfließend vorbereitet. Und er gesagt, kommst du zu mir, wenn du zu ihm kommst, dann fließt dein Becher über. Mitten in diesen Zeiten, lass uns erleben, dass unser Becher überfließt mit Gott. Letzter Punkt, Vers 6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Nächstes Bild. Immer da. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Menschen werden in deiner Nähe zur Buße geführt, ohne dass du ihnen predigst. Sie spüren, dass Gutes und Barmherzigkeit dir folgen werden. Das war richtig cool. Wir waren vor ein paar Wochen, waren wir doch in Felbert da oben. Ne? Soll ich es erzählen? Oder? Ja, erzähl ich es. Und waren wir halt, und Dennis ist so ein Vollblut-Evangelist, der predigt alle, nimmt die ganzen Jugendlichen auf die Straße und kennt alle Methoden. Ja? Genau, wir sind so dankbar, Dennis und Sarah, für eure Hingabe. Und da waren wir da oben, haben so ein Prophetie-Seminar gemacht und dann waren wir in einem Hotel, da gab es genau 8 Zimmer. Wir haben als Team 7 benutzt. Das 8. war dann für den Koch, also haben wir das ganze Hotel für uns gehabt sozusagen. Und dann saßen wir da halt rum und haben halt gefrühstückt. Und was habe ich gemacht? Ich habe halt gesagt, du machst ein Zeugnis, du machst Lobpreis, du machst das, du prophezeist und so. Habe versucht, irgendwie mein Team da zu leiten. Und das Wenigste, auf was wir geachtet haben, war die Hotelbesitzer da, ja. Haben halt gegessen und so, zeitlich passt alles und sind gegangen. Alle sind auf ihre Zimmer, machen sich bereit für das Seminar. Und dann kommt die Frau zu mir, das ist auch cool, und fragt mich, kommt ihr aus dem Himmel? Und ich dann, ja.
Ja, wir kommen auf den Himmel und wir können sogar die Stimme Gottes hören. Wir machen sogar ein Seminar in deiner Stadt, wie man auf die Stimme Gottes hört. Boah, da war sie beeindruckt. Sag ich, ja, wir kommen aus dem Himmel und alles klar. Darf ich da auch kommen? Sag ich, ja klar, haben wir die Adresse ihr gegeben. Und dann kam sie mit ihrem Mann, auch Hotelbesitzer, und kam dann dahin und hat uns kurz Hallo gesagt. Und am Abend haben wir alles frei bekommen, alle Getränke, alles Essen frei bekommen, so war gut. Ich durfte dann noch in die Küche für die ganzen Küchenleute da beten. Und dann sind wir am nächsten Tag, war ihr Mann da, ihre zwei Töchter waren da, ihre zwei Enkel waren da, ihre Nichte war da, alle waren um uns herum und haben uns zugeschaut beim Essen. Ich weiß nicht, was sie denen erzählt hat, keine Ahnung. Wir sitzen da, schön gedeckt alles, und die gucken uns zu beim Frühstücken. Ja? Wir essen halt, ja. Und danach haben wir das Evangelium denen gesagt und alle haben sich bekehrt. War richtig cool. Mhm. Und Dennis kommt danach, dann ist so surreal für mich. Wir haben überhaupt nichts von Jesus erzählt und plötzlich kommt es. Wisst ihr warum? Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Da gibt es etwas, was dir folgt dein Leben lang. Es sprudelt einfach raus. Und 2023 wird es raussprudeln bei dir. Noch mehr, wenn du bleibst im Hause des Herrn. Noch mehr. Hier, die Freizeit war ziemlich cool hier. Und am Donnerstag war der Elia da, gell? Und der hat den Menowin mitgebracht. Der ist einer von den Sinti. Und der waren halt alle hier drin. Und der Einzige, der noch ein Auto hatte, wo er unterwegs war, war ich. Und dann durfte ich ihn halt zum Bahnhof fahren. Da kommt um Mitternacht kommt der Zug an. Alles klar, wir kommen da an. Um Mitternacht zum Bahnhof, bringen halt den dahin. Und dann kommen so Besoffene vorbei bei uns. Ja, und totale komische Atmosphäre, Leute schreien da rum und so. Und der Menowin sagt mir, Daniel, das wäre so cool, wenn wir einfach das Wort aussprechen und Leute werden sich verändern. Und Gott sagt mir, das wird jetzt geschehen. Sag ich, cool, okay, let's go. Und da war einer unten so bei den Treppen und der hat halt auf seinem Handy da rumgeschrien, so halb besoffen, und schreit rum, ja. Mit seiner Frau wahrscheinlich. Und schreit rum. Und der Menowin spricht ihn an. Plötzlich verändert sein ganzes Wesen sich. Ganz, er kommt zu uns und sagt, ja, tut mir leid, dass ich so rumgeschrien habe und so. Und wir erzählen von Jesus. Und er sagt, ja, ich war auch früher in einer Gemeinde und ich habe gebetet, dass Gott mein Leben verändert. Ich habe entschieden, dass ich am 1.1. ganze Sache wieder mit Gott mache und dass Gott mir jemand schickt. Weil wir um Mitternacht waren wir dann am Bahnhof dort und haben für ihn gebetet, ja. Sein Zug ist dann ausgefallen, ich habe ihn noch heimgefahren, ja, genau. Chauffeur hier, ja, genau. Und dann habe ich dann für ihn gebetet und Gott hat die richtigen Leute zur richtigen Zeit gebracht. Ich lade dich ein, Gutes und Barmherzigkeit, jawohl. Werden dir folgen dein Leben lang und du wirst bleiben im Hause des Herrn immer da. Wenn du erleben willst, dass aus deinem Leben alles raussprudelst, lade dich ein, dass du das als Rema-Wort nimmst, Psalm 23, für dieses Jahr 2023. Um dahin zu kommen, dass aus dir alles herauskommt, dass alles raussprudelt, müssen wir aber auch alle Schritte gehen. Nochmal das erste Bild. Alle Schritte müssen wir gehen. Du musst eins kapieren, dass der Herr ist dein Hirte. Er ist derjenige mit einer persönlichen Beziehung zu dir. Du musst ihm blind vertrauen, wie ein Schaf seinem Hirten vertraut. Du musst verstehen, dass du manchmal durch Täler des Todesschatten gehen musst. Und wenn du durchgehst, wisse eins, der Herr ist dein Hirte, nächstes Bild. Wenn du durchgehst, wirst du eins verstehen, aber Gott ist bei dir. Und wenn du durch diesen Prozess gehst und Feinde auch noch kommen zu dir, sagst, nein, ich gehe an den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und du weißt eins, mein Becher ist nicht halb voll oder halb leer, sondern mein Becher fließt über. Eins weiter. Und dann erwarte, dass in deinem Leben das zustande kommt, dass aus dir heraus Gutes und Barmherzigkeit dir folgen werden, dein Leben lang. Und du wirst bleiben im Hause des Herrn. Wie lange? Immer da. Lass uns eine Proklamation machen. Lobpreis dem Dach nach vorne. Lobpreis, Proklamation machen mit dem Psalm 23 in der Luther-Übersetzung. Und wir sprechen zusammen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führt mich zu frischem Wasser. Er quicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ein Applaus für Jesus Christus. Applaus.